Willkommen zu einer neuen Runde Subnautica von anderen Worts Entertainment, die PC-Release-Version. Ich habe mir mal erlaubt, hier zu Hause wieder auszukippen. Und wir haben einen neuen Bauplan. Ach ja, genau. Wir haben ja, wo ist es? Hat es schon geleuchtet? Nein, hier. Energiezellen, Ladestation, brauchen wir Rubinhammer, Titanhammer, erweiterten Kabelsitz kriegen wir auch hin. So, wir sind jetzt wieder hier an derselben Stelle, wie wir beim letzten Mal waren, nur dass wir jetzt das Inventar leer haben. Ich habe mal komplett ausgekippt, dann können wir uns hier nämlich weiter umgucken. Hier ging es ja in alle Richtungen noch weiter. Boah, da müssen wir auch noch hin. Da war irgendwo auch noch... Fünf. Noch eine Zeitkapsel. Aber wir wollten ja Stück für Stück vorwärts gehen. Ein blaues Ei. Ach komm, nehmen wir auch mit. Fremde Kreatureneier. Jawohl. Machen wir auch noch später. So, gib mal das da her. Wir hatten hier noch einen Sand gesehen, genau. Und Diamant. Ein Sandstein. Hier ist noch mehr. Geht's noch tiefer rein? Ach du je. Alter, ich komme hier nie wieder raus. Grobe Richtung haben wir hier gesehen. 200. Naja, viel tiefer kommen wir sowieso nicht mehr. Wenn ich das recht sehe. Das lassen wir mal an. Nehmen mal auch die 5 in die Hand, damit sehen wir hier ein bisschen was. Und sammeln mal das hier oben alles ein. Damit können wir dann unsere Basis verglasen. Wenn wir es nach Hause kriegen. Nimm mal mit. Hier war doch noch irgendwo mehr Zeugs. Ah, hier musst du schon ganz anders nach der Luft gucken. Hä? Ich habe vorhin so viel hier gesehen, jetzt auf einmal nicht mehr. Zwischenordnen. Hier war doch immer noch mehr. Was ist denn das doch schon wieder? Was ist das von vorhin? Ja, in der letzten Runde waren. Ich habe nochmal Rubinski. Hier haben wir Quarz. Das könnte es durchaus gewesen sein. Hier haben wir nochmal Rubin. Hier haben wir noch ein Basalt. Ah ne, Schiefer heißt das jetzt. Ich komme ja völlig durch. Ah, hier geht's überall noch raus. Wie das aussieht. Das ist noch ein Rubin. Volle Bestrahlung auf den Rubin. Volle Bestrahlung auf mich. So, und jetzt habe ich Überblick verloren, wo wir auch reingekommen sind. Mist. Hier geht's runter, hier geht's hoch. Ich müsste nur gucken, wo die Boje gewesen ist. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal in Quarz. Hier haben wir nochmal in Schiefer, jawohl. Da ist der Boje bei Keen, von da sind wir gekommen. Die können wir eigentlich hier unten noch nicht gewesen sein. Ach du Scheiße. Mach nichts kaputt. Ach du Scheiße. Geht's denn hier hin? Will ich das wissen? 263 Meter? Aber,
Oh, das will ich nicht wissen, wie es aussieht. Da unten ist Quarz. Hier sind Portviecher. Aber was ich da sehe, gefällt mir natürlich noch besser. Kann ich nur hoffen, dass ich rechtzeitig wieder zurückkomme. Oh, nee. Brauchen wir auch. Aber zum Quarz brauchen wir auch. Das da. Das brauchen wir auch. Geisterkraut. Dafür nehmen wir gleich was mit. Bist du? Oh, Geisterhände. Hau ab. Nicht jetzt. Brauchen wir auch. Oh, schade. Da unten könnte nämlich noch eine ganz andere wichtige Ressource sein. Und ich weiß nicht, wie ich hier wieder rauskomme, denn ich muss den hier vorne stehen lassen. Scheißendreck. Was ist denn das da? Das leuchtet so schön. Oh, wären die nicht, würde ich schnell mal da abtauchen. Oh, hier sind noch mehr davon. Da unten kriegst du... Unheimlich zu wirken. Seid mehr als nur die Baum. Unheimlich zu wirken. Wir haben... Und die Musik tut auch noch einiges dazu. Wir haben das. Wir haben kein Wasser. Aber ich habe mal vorsichtshalber eins mitgenommen. Das können wir gleich mal trinken. Ach du Scheiße, wie sieht denn das Inventar aus? Denn... Na, hier hin. Hier haben wir noch einen Blub. Und hier war noch irgendwo ein Blub. Oder auch nicht. Alter Schwede, machen wir hier oben auf. Wir müssen Zeugs rauskriegen. Das war's schon. Yippie, juhu, fett. So, gefunden haben wir richtig viel. Was wir machen können, ist natürlich hier noch eine Boje setzen. Ich weiß nicht, wie wir hier wieder hinkommen, aber wir können erstmal eine Boje setzen. Hatten wir noch eine dabei? Klar. 5. Au! Au! Ach da. Au! 5. Raus. Boje. Ich will dir Namen geben. Höhle. Ist nochmal das. Hier haben wir... Boah, Alter. Hier sind ja nochmal Schiefer und... Schiefer. Das war aber kein... in dem Sinne, sondern... Boah. Nee. Hier Luft holen. In See mit einsteigen. Und hier unten kannst du Blutöl holen und höchstwahrscheinlich auch Tiefseepilze. Hier haben wir noch mal ein Blei. Hab ich hier an der Seite noch was gesehen? Jawohl. Quarz. Mal überhaupt noch. Ja, ein bisschen was haben wir noch frei. Hier haben wir noch ein Quarz. Hier haben wir noch ein Quarz. So. Das würde ich wieder auf die 5 packen. Das haben wir draußen. So, einmal zügig. Jetzt sind unter 300 Meter. Oh, hier ist nichts. Schade. Schade, schade, schade. Da muss ich höchstwahrscheinlich weiter rein, um da was zu sehen. Oder den Kleider mitnehmen. Denn die Mobs hier werden auch noch vom Licht angezogen.
Vielleicht haben wir Glück. Sieht aber nicht so aus. Aber hätte ja sein können. Warning. Maximum Depth. Hull damage imminent. Da war jemand zu neugierig. Naja, ist ja gut. Da war jemand zu neugierig. Könnten noch mal in die Richtung gucken. Ist Miral da ist. Aber hier geht's auch wieder hoch. Ja. Aua! Das war Esmeralda! Das machen die so. Jo, tschüssi. Das kann bei denen passieren, deswegen nennt man die Warperporter. Die schmeißen einen einfach mal aus Dackistrahls. So. Na, Aikugi da, hier wird man ja noch weitermachen, Aikugi dent. Okay, rechts wollen wir nicht mehr rein. Oh, mein Endorphinspiegel. Ist in die Höhe geschnipst. Jawohl. So, da hat man noch die Zeitkapsel. Kriegen wir die noch mit? Wer weiß, was drin ist. Wir haben hier noch ein Rupinski. Ich will nicht mehr. Wir haben hier noch eine Zeitkapsel. Gescannt hat man sie schon mal. Öffnen. Gucke mal rein. Wir haben irgendwas gefunden. Irgendwas Wichtiges. Vier Sachen im Inventar. Einen Scanner. Jo, das ist nice. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. An die vielen lieben Leute, die mich hier versorgen. Dann hören wir mal die Motte. Schwimmen dorthin. Da haben wir den Kienfort. Dann haben das auch abgehakt. Am liebsten würde ich jetzt schon wieder nach Hause fahren, Meister. Auskippen. Oh, Alter, bin ich durch. Wir können ja noch ein bisschen rein und uns hier auch noch ein bisschen umgucken und die Taschen füllen. So, das ist noch ein Diamant. Nimm mal die 5 aus der Hand. Ne, 1, 1. So, wir nehmen den PDA mit. Gucken hier nochmal schnell rein. Noch ein PDA da. PDA Date. Data. Signal abgeloadet. Das ist natürlich auch fein. Wir haben noch 75 Luft. Wir haben hier ein Quarz. Wir haben hier ein Schussgerät. Wir haben hier ein Rubinski. Oh, wir haben hier noch ein Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität. Die brauchen wir auf jeden Fall. So, was sagt's Inventar? Noch 2. Und 2 sind bei mir Quarz. Da können wir verglasen. Rubinski wissen wir, dass wir sie hier unten finden. Da haben wir auch schon genügend da. Krasses Gerät. Das hat sich mal richtig gut gelohnt. Jetzt müssen wir nur noch heil nach Hause kommen. Hier oben sind überall... Aurora, Treffpunkt, Trockenland. Das ist geupdatet. Baikin, lass mal, damit wir die Höhle finden. Wenn wir die Höhle finden, finden wir die Fracks. Das sind hier nämlich mehrere. Da hinten leuchtet auch noch was. Und zwar das da ist auch noch geschlossen, das heißt, wir haben es nicht. Da ist auch noch ein Torpedoarm. Ne, braucht man nicht. Fahrzeugerweiterungskonsole. Jawohl! Fahrzeugmodifizierungsstation.
Besser kann es nicht laufen im Moment. Besser kann es nicht laufen. Jetzt müssen wir es nur noch lebend zur Basis schaffen. Wieso geht es denn hier so extrem abwärts? Und wieso ist das so schief? Das Schlimmste ist, wenn ich hier so schiefe Map sehe, versuche ich gegenzusteuern wie ein Empyreon mit Q und mit E. Ja, mit E bist du ausgestiegen. Schön! Und die Motte macht erstmal ein paar Meter weiter. War aus voller Fahrt, ne? Bäh. Ja, hallo. Hops hier drüber, genau. Geradeaus nach Hause. Platz im Inventar haben wir sowieso nicht mehr. Grundsätzlich auf dem Weg hier finde ich noch ein paar Sachen zum Scannen. Was ist denn das? Ist das Scannerraum? Scannerraumfragment! Den brauchen wir. Da ist 3 von 3. Bam! Es geht besser. Es geht doch immer besser. Sandstein lassen wir jetzt liegen. Blei haben wir auch noch ein bisschen was zu Hause. Da haben wir jetzt gut dafür gesorgt für Ressourcen. Boah, krass. Heftig. Da können wir zu Hause ausbauen. Ja, die finde ich auch immer wieder. Vor allem, wie nah da an unserer Basis ist die Sand, dieser Sandhai. Jo, was braucht man dann noch? Für wichtige Sachen. Aufzuchtbehälter, ja. Jo, 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 jo. Und dann mal nach den ganzen Funksignalen gucken. Aber jetzt müssen wir erstmal auskippen. Auskippen, auskippen. Essen, trinken. Oh, und dann können wir endlich hier bauen. Oh, fein. Jo, 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 jo. Im Sprintikowski. Wir haben neue Ressourcen auch. Jawohl, wir können Benzol bauen. Dafür brauchen wir dreimal Blutöl, synthetische Fasern aus Benzol und genau. Jetzt wollen wir erstmal Glas. Glas, dass wir ein bisschen was freikriegen hier. Glas. Nochmal Glas. So viel Quarz haben wir. Geil. Dann können wir auch richtig schön verglasen in der Basis. Jawohl, immer drauf drücken. Immer drauf drücken. Das heißt aber auch, ich muss hier hinten mal gucken. Aktivsuppe ist drin. Das ist auch drin. Wir haben Rubinski. Uranit haben wir auch gefunden. Bap. Blei haben wir im Moment nicht drin. Glas. Die 5 immer auf, die verpasst immer. Das ist... Da oben habe ich doch ein Blei gesehen. Jawohl. Weil das Blei könnte man im Inventar lassen. Rubinski müssen wir rauspacken. Diamant müssen wir rauspacken. Da ist Rubin. Lol. Tasche voll. Lithium. Fast voll. Diamant. Alter Schwede. Das darf es keinem erzählen. Gold, Silber. Das ist... Ja. Silber. Mach den mal zu Gold. Das wird vergoldet. Dann nehmen wir nämlich hier das Gold raus. Das sind schon die Zweitspinde, ja. Packen das Gold da rein. So viel konnten wir im Moment noch nicht verbauen. Die Kreatureneier kommen nach vorne. Hier wird mal wieder abgeerntet. Das ist der meistbenutzte Topf bei mir. Mop, mop, mop. Immer schön reinschnurpsen. Dann, jo, jo, jo. Wir haben. Das haben wir alles einstecken. Renn mal hier hinter. Hier ist die Mottenbucht längs. Das heißt, wir könnten die wieder rauspacken. Auf die 4. Und sagen hier Glas. Und sagen hier Glas. Geiles Ding. Nochmal Glas. Und nochmal Glas. Und nochmal Glas. Was haben wir hier eigentlich drin? 25 neue Baupläne. Das kommt hauptsächlich durch die Fahrzeugmodifizierungsstation. Wir gehen nochmal ganz nach oben. Benzol, synthetische Fasern.
Wir haben in der Modifizierungsstation nämlich auch noch Seemotten Tiefenmodul 2, Seemotten Tiefenmodul 3, Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität, Seemotten Torpedosystem, Seemotten Sonar, Krebstiefenmodul hat nur hier Wirbeltorpedos, Scannerraum Sichtfeldchip, Kameradrohne, Scannerraum Reichweite, Scannerraum Beschleunigungsmodul. Da können wir bauen. Scannerraum an sich, da können wir bauen. Aufzeichnung. Dieses ökologische Biom erfüllt 7 von 9 Voraussetzungen, um auf Menschen unheimlich zu wirken. Ja, das kann ich nur so bestätigen. Du bestimmt auch. Mir geht immer noch die Düse. Das ist ja unwahrscheinlich. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. So, nein, haben wir nicht mehr Glas. Dafür können wir jetzt nochmal zur Motte zurück. Alter, da sind wir schon da hinten mit dem Glas. Krasses Gerät. Links rum. Und packen das Zeugs. Nein, das Zeugs packen wir aus. Und das können wir gleich anpflanzen. Nicht, dass wir es noch vergessen. So, Rassier. Innen drinnen kann ich auch noch Beetkästen bauen. Dafür braucht man Blei. So, dann haben wir hier das Blutöl. Dann können wir das richtig schön anbauen. Geisterhände Samen. Hier war Geisterkraut. Wofür? Keine Ahnung, wie wir das noch alles brauchen. Aber... Jo, das sieht krass aus. Und für die ganzen Beetkästen brauchen wir dann auch noch mehr Titan. Aber das alles in der nächsten Runde. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu Subnautica von Unknown Worlds Entertainment. Bis dahin, auf Wiedersehen und Krzyzikowski.